Den wahren Reichtum erkennt man nicht daran, dass er über Schätze gebietet, sondern daran, dass er die Dinge kostbar macht, die er berührt. So gleicht er dem Licht, das an sich unsichtbar die Welt erwärmt und ihr Ansehen verleiht. Das erfasst auch das naive Gemüt, wenngleich auf materielle Weise wie im Reliquienkult. Die beste Form des Interviews ist die einer freundschaftlichen Unterhaltung, die beide Partner bereits durch den Genuss befriedigt, den sie gewährt. Übereinstimmung der Ansichten ist dabei nicht notwendig, oft sogar abträglich, wie einem Gemälde, dem die Schattierung fehlt. Gemeinsam ist die Landschaft, die im Wechsel der Standpunkte durchschritten wird. Die große Palette der gemeinsamen Wanderung, von der Begleitung auf dem täglichen Weg, Eckermann und Goethe, bis zu der im Universum Dante und Vergil. Ein anderer muss immer dabei sein, und sei es in der Vorstellung, ja gerade dort. Hier und nicht in der realen Person ist auch der ideale Leser zu Hause. Der Autor steht neben der Gesellschaft. Seine Aufgabe ist nicht sozialer Natur. Es ist für ihn wichtig, dass er seine exzeptionelle Stellung begreift, damit er sich und sein Ansehen nicht in untergeordneten Händen verbraucht. Es kann vorkommen, dass er sich wohl oder übel damit befassen muss. Dann ist der Misserfolg für ihn günstiger als der Erfolg. Der politische Erfolg bringt den Autor entweder in die Lage dessen, der sich im vertrauten Kreis auf seinem Lorbeer ausruht, oder in eine neue Opposition. Sie eben bestätigt, dass er nicht mit dieser oder jener Ordnung inkonform ist, sondern mit der Gesellschaft überhaupt. Andererseits kann sein Eingreifen eine ungemeine Wirkung zeitigen. Sein Arm, gerade als der des Außenstehenden, ist länger. Das gibt ihm Hebelkraft. Das ideale Verhalten des Autors sollte dem des römischen Diktators ähneln, der an dem Pflug zurückkehrt, wenn die Unordnung beseitigt ist. Zum Studium der politischen Korruption. Erstens, der Machthaber informiert seinen Bankier über bevorstehende, noch geheime Entscheidungen und spielt an der Börse Oss oder Bess. Das ist fast legitim. Zweitens, Ereignisse werden vorbereitet, damit der Kurs steigt oder fällt. Das Maximum wäre die Konstruktion einer Katastrophe, etwa einer zu verlierenden Schlacht. Im Grunde wäre das die Vergrößerung einer verbreiteten Art des Bauernfanges durch Manipulierung von Rennen und Boxkämpfen, dient aber auch als strategisches Mittel zur Vorbereitung großer Flankierungen. Der Feldherr lässt im Retour-Offensiv dem Feind in den Sack laufen. Es wurde sogar behauptet, dass die Russen vor dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer Niederlage in Finnland auf Bäs gespielt hätten und Hitler ihnen auf den Leim gegangen sei. In der Tat hat er ihr Potenzial, aber auch ihre Moral unterschätzt. Clausewitz
hielt die List für nützlich, doch innerhalb der Operationen für zweiten Ranges. Er dachte in dieser Hinsicht weniger als Husar, denn als Kürassier. Die Graphologie gilt zu Recht als eine der Hilfswissenschaften der Charakterkunde. In der Handschrift lässt sich schwer etwas vertuschen oder verheimlichen. Wie jede Maskierung rät auch diese Vorsicht an. Für den Graphologen ist ähnlich wie für den Arzt oder den Betrachter von Kunstwerken das Ganze wichtiger als das Detail. Das Ganze wird auf den ersten Blick erkannt. Es wird nicht durch die Summierung von Details errechnet, sondern das Detail bestätigt es und fügt sich ihm ein. In jedem Brief verbergen sich soziale Kennzeichen. Ob sie wahrgenommen werden oder nicht, das hängt vom Empfänger ab. Im Äußeren unterscheiden sich die Briefe immer weniger. Die wachsende Normung erstreckt sich auch auf das Postwesen. Der Trauerrand ist geblieben. Auch Aufmerksamkeiten, die sich Briefmarkenfreunde gegenseitig erweisen, bilden eine Ausnahme. Orthografische und grammatische Fehler, auch stilistische Entgleisungen, sind ähnlich wie ein unpassender Anzug bei bestimmten Zusammenkünften ein Ausweis, aber auch nicht mehr. Der Anspruch des Einzelnen muss mit dem der Gesellschaft, in der er sich bewegt oder bewegen möchte, übereinstimmen. Gewählte Kleidung wird hier erwartet, während sie dort erheitert oder gar verstimmt. Es gibt Gelegenheiten, zu denen man mit Schlips und Handschuhen kommen und andere, in denen man es vermeiden muss. Eine großartige, wenn auch peinliche Schilderung des verfehlten Auftritts findet sich in Dostojewskis kleiner Erzählung »Eine dumme Geschichte«. Ein General, leicht angeheitert aus dem Club kommend, geht in einer Petersburger Nacht an einem bescheidenen Haus vorüber, in dem getanzt wird und das hell erleuchtet ist. Er erfährt von einem Polizisten, dass dort die Hochzeit eines kleinen Beamten gefeiert wird. Als er den Namen hört, erinnert er sich des Mannes, eines Schreibers, der für 10 Rubel monatlich in seinem Büro arbeitet. Dem General kommt der Gedanke, dass hier ein Beispiel fortschrittlicher Humanität gegeben werden könnte. Zwanglos eintreten, dem jungen Paar inmitten der ein wenig verlegenen, doch hochgeehrten Gesellschaft gratulieren, ein Glas auf ihr Wohl leeren und dann, natürlich vor dem Essen, sich sozial und jovial verabschieden. Gedacht, getan, und die Geschichte läuft, wie vorauszusehen gewesen wäre, nach allen Richtungen hin unerquicklich aus. Sie beginnt, indem der ungebetene Gast in einen Pudding tritt, der zum Abkühlen vor der Tür steht, und endet damit, dass sich der Störenfried betrinkt. Man kann sich auch nach unten hin eindrängen. Der Fall wird häufig, wenn die Gesellschaft auf der Kippe steht. Adel und Klerus umwerben den dritten Stand. Der Übertritt nimmt meist kein gutes Ende und wird sowohl von den Standesgenossen wie von den Sans-Culotten schief angesehen. Innerhalb der Diplomatie gibt es Ausnahmen. Dort scheint der Adel fast unentbehrlich zu sein. Ein Musterbeispiel: Talleyrand, Sprössling der souveränen Familie von Périgord, Bischof von Autun. Nach der Revolution tritt er für die Verstaatlichung der Kirche ein, wird vom Papst exkommuniziert, unter Napoleon Fürst von Benevent,
nimmt sowohl während der ersten wie während der zweiten Restauration Ministerposten ein. In Russland treten ähnliche Figuren auf. Auch Juden sind als Unterhändler gern gesehen. Vielleicht begünstigen kleine Defekte solche Wendungen oder regen zu ihnen an. Talleyrand hinkte und konnte deshalb nicht in der Armee dienen. Mirabeau war blatternarbig. D'une laideur puissante qui exerçait une sorte de fascination. Er hatte ein exzessives Leben geführt. Dass der Diplomat auch außerhalb der Grenzen zu tun hat, trägt zum Überleben bei. Es kann ihm beschieden sein oder er kann es anstreben, dass er während turbulenter Wendungen statt in seiner Heimat in fremden Hauptstädten residiert. Das ist eine Art von getarnter, zugleich ehrenvoller und honorierter Emigration. Als Paul Morand nach Stalingrad als Gesandter sich ins Ausland absetzte, notierte ich in mein Tagebuch: Es wird Herbst, die Schwalben ziehen davon. Der Autor in diplomatischen Diensten, sei es als Gesandter wie Chateaubriand in Berlin oder in London als einfacher Konsul oder Stendhal in Civitavecchia, das ist ein Kapitel für sich. Ein anderes, der Autor als Hauslehrer, ein drittes als Bibliothekar. Das Hauptproblem mit den sich aus ihm ergebenden Konsequenzen bleibt dabei die Muße für die eigentliche Aufgabe, das literarische Werk. Was an Goethe zu wenig gewürdigt oder sogar getadelt wird, die Zeit, die er für Nebendinge abzweigte, den Minister, den Theaterdirektor und allerhand mehr, das erinnert an den Chevalier Bernini und andere Größen des Barock. Allerdings darf man die Anregung, die selbst das reine Material nicht außer Acht lassen, dass die Geschäfte einbringen, falls sie nicht überhand nehmen. Ein Kennzeichen der Genialität ist das Unvergleichbare. Vergleiche lassen sich innerhalb von Art und Genus ziehen, also zwischen zwei Rosen und ihrer Schönheit, auch innerhalb von Dichter- und Malerschulen, nicht aber dort, wo der Einzelne die Maßstäbe sprengt. Goethe hat, wenn ich mich recht entsinne, Byron einmal inkommensurabel genannt. Das meint eine Größe, die an keiner anderen gemessen werden kann. Das Genie mit der Person identifizieren zu wollen, wäre verfehlt. Die Person reicht mehr oder minder in die Sphäre hinein, bringt viel oder wenig daraus mit. Ein einziges Gedicht kann die Berührung bestätigen. Das erklärt einerseits die Plattheit und Fehlschlüsse, die wir gern aus der Biografie unserer Größen gelöscht sehen, als auch die Genialität jedes Beliebigen im Traum, ferner die Geistesblitze aus den Niederungen und an den Grenzen der Wahrnehmung. Die Sprache vermittelt nicht absolute, sondern hinreichende Genauigkeit. Möglichst präzis sollte sie dort sein, wo Begriffe und Tatsachen behandelt werden, so in Lehr- und Gesetzbüchern. Anders im musischen Bereich, wo mathematische Präzision eher stört. Ein abgezirkelter Kreis im Gemälde verletzt das Auge. Das Dezimalsystem hat keinen Ort im Gedicht. Timbre, Betonung, feine Nuancen des Wortes und der Phrasen erweitern und mildern die Bedeutung. Das Ganze rückt auf Kosten des Speziellen näher heran.
Ich komme darauf, weil ich soeben eine Angabe zu bewältigen suche, die ich in einer Reisebeschreibung las. Die Verschmutzung des Ganges sei doch so schlimm geworden, dass die bengalischen Fischer immer weniger genießbare Fische fangen. Fangen Sie nun Fische, die immer weniger genießbar sind, oder fangen Sie von den genießbaren immer weniger? Wahrscheinlich stimmt beides, doch möchte ich es genau wissen. Oder vielmehr, der Satz beschäftigt mich nicht als zoologisches, sondern als stilistisches Problem. Es ist zu unterscheiden zwischen dem Reiseführer, der Reisebeschreibung und dem Reisetagebuch. Der Unterschied entspricht in der bildenden Kunst dem von Zeichnung, kolorierten Stich und Gemälde. Die musische Freiheit gewinnt auf Kosten der exakten Umrisse. Die Pyramide. Vom Reiseführer werden Daten und Maßen erwartet, historische und geografische Details. In dieser Hinsicht braucht die Reisebeschreibung mit dem Führer nicht zu konkurrieren, obwohl es bei mancher scheint, dass es sich an ihm entlangtastet. Hier kommt es weniger auf Maße und Zahlen an als auf Stimmung und Eindruck des Einzelnen. Im Tagebuch endlich braucht nicht einmal erwähnt zu werden, dass es in Ägypten Pyramiden gibt. Auch der Film kommt ohne primitive Symbolik nicht aus. Das Klappen der Autotür, die Zigarette, der Schluck Whisky künden Szenenwechsel, eine neue Person, auch Gemütsbewegungen an. Eine Ahnung von dem, was möglich ist, gab Cocteau in Orphée. Unter Auguren steht zu vermuten, dass ein Pfeifchen Opium die Konzeption beflügelte. Kleists Lieblingsthema, Gewalt zwischen den Geschlechtern, ist von seinen Anfängen bis zum Selbstmord zu verfolgen. Es krönt sich im Penthesilea und im Amphitryon. Die Gestalt des Mannes anzunehmen, um dessen Gattin zu besitzen, macht Göttern zustehen. Es bestätigt die Rangordnung, wie die Erscheinung der Gattung in den Spezies, ja in den Individuen. Die Gattung ist unsichtbar. Unter den Menschen, also unter Gleichen, wäre das eine Erschleichung, ein simpler Betrug. Der Mensch kann sich weder wie Zeus in einen Regen verwandeln, noch in einen Schwan oder einen Stier. Ja, nicht einmal der Herr in seinen Diener oder die Diener in seinen Herrn. Diese Art von Maskierung bildet ein beliebtes Motiv von Facetien in der Art des Straparola oder Boccaccio. Auch Kleist hat das gesehen. Die Marquise von O wird als Bewusstlose vergewaltigt, in einer Begegnung, die nicht der mythischen, sondern der psychischen Ordnung angehört und in ihr zu bewältigen ist. Soll der Autor zu Gallions Figur gemacht werden, so ist es für ihn am besten, wenn er sich mit einem Non sum dignus oder mit chinesischer Höflichkeit dem zu entziehen sucht, besonders auf Schiffen mit lecken Kiel und Ratten unter Deck. Der Anblick einer Blume, das heißt, die Blume blickt uns an, und zwar mit einer Kraft, die sich auch auf den Blinden überträgt. Wir antworten, indem wir uns in sie vertiefen, durch Anschauung. Das Wesen der Seligkeit besteht nach der christlichen Glaubenslehre in der unmittelbaren
und ewigen Anschauung Gottes. Dem lässt sich zustimmen, nicht aber der Einschränkung, dass es gerade der Seligkeit gebe, die von den auf Erden erworbenen Verdiensten abhängen. Auf Zensuren post festum sollte man sich nicht einlassen. Der Kursus hat genügt. Über die Absolution lässt sich reden. Das bleibt entre nous. Sollten wir eine Reihe von Individuen in uns vereinen, sei es in der Erbmasse oder auch dadurch, dass wir von Vorbildern geprägt sind, durch Erziehung, Lektüre und Begegnungen, so widerspricht das nicht der Einheit der Person. Schließlich ist auch der Körper aus verschiedenen Organen gefügt. Die Kombination steht uns anheim, wie das auch nach der Mischung zugeteilte Blatt im Kartenspiel. Das Blatt kann ein- oder vielfarbig sein. Es können Zahlen und Figuren vorwiegen. Aber spielen müssen wir selber. Der Dramatiker bringt sowohl absolute wie gebrochene Charaktere zur Anschauung. Hebbel, den Alten in der Maria Magdalena, Shakespeare einen Hamlet, der Schauspieler muss sich in allen zurechtfinden. Einem, der nach Vorbildern lebt, ist nur bis zu einer gewissen Grenze zu trauen. Zu flüchtig gelesen. Lange war ich der Meinung, der Gartengott Jehova habe befürchtet, der Mensch würde wie unser eins, wenn er auch vom Baum des Lebens gegessen hätte. Das war ein Irrtum, da das Wort sich bereits auf die Frucht vom Baum der Erkenntnis bezog. Schon durch die Unterscheidung von Gut und Böse wurde der Mensch wie unser eins. Allerdings hatte er davon nur die Nachteile. Nach Delitzsch soll das Wort im Hebräischen nicht vorkommen. Das tut nichts zur Sache. Die Genesis überhaupt macht den Eindruck eines überaus kostbaren Gefäßes, das aus der Arche Noah gerettet wurde, doch in Bruchstücken. Die Vermutung, dass es ein atlantisches Vorwissen gegeben habe, verstärkt sich durch die Lektüre der Edda und anderer Urkunden. Das Universum war belebt, die Milchstraße Schaum vom Maule des Fenriswolfes, der die Sonne verschlingt. Sturluson ist unser Hesiod. Meine Verwechslung der beiden Bäume scheint mir verzeihlich, denn die Kenntnis von Gut und Böse hat uns degradiert. Merkwürdig, dass der Baum des Lebens nicht verboten wurde, den auch die Schlange verschweigt. Zunächst Gebote, Verbote im Besonderen, dann Übertretung, die Strafe folgt auf dem Fuß. Darauf begründet sich die priesterliche Macht. Die Urgesellschaft konnte wahrscheinlich ohne solche Tabus auskommen, obwohl sie Heiligtümer gekannt haben muss. Sie folgte der natürlichen Machtordnung. Der Vater war einfach der Stärkere, nicht der Bessere. Er war zu fürchten, aber sorgte auch für Nahrung, Schutz, Verteidigung und war in diesem Sinne der Starke schlechthin. Die Moral auf ihre Ursprünge hin zu untersuchen und aus der Gesellschaft zu eliminieren, hat Nietzsche sich als Hauptaufgabe gestellt. In der Bewertung des Egoismus stimmt er mit Stirner überein. Dieser macht sich die Sache einfacher, verzichtet auf Kulturen
und priesterliche Attitüde stellt sich als Jedermann und nicht als Zarathustra vor, will die Welt nicht ändern, sondern nimmt sie, wie sie ist. Die Anarchisten berufen sich daher zu Unrecht auf ihn. Er gibt ein Rezept, allerdings nur eines, für das Verhalten in Fällen, wo die Weltordnung als ganzes Schiffbruch erleidet, oder für Geister, die sie nicht anerkennen, wie er es selber tut. Der Einzelne handelt dann nach Belieben, zum Beispiel moralisch, aber durchaus, wie er will. Stirners Einziger ist eine Findung, die etwa der eines Falstaff entspricht. Diesem, nämlich dem Falstaff, begegnet man häufig in der Gesellschaft, besonders wenn es gemütlich wird. Er ist mitteilig, mitteilsam und nach der Natur gemalt. Stirners Einzigen in seiner reinen Prägung wird man vergeblich suchen. Beileibe nicht, weil er selten wäre, sondern weil er sein Geheimnis nicht mitteilt. Er hält es verborgen, sogar vor sich selbst. Wie kommt man aus der Spezies heraus? Sei es, dass sie in Darwins Sinne überflüssig geworden ist oder sich überflüssig gemacht hat, was zusammentreffen kann. Auch Nietzsches Übermensch hat darwinistische Züge, die schon dem jungen Braun, dem Frühvollendeten, aufgefallen sind. In unserer Gegenwart scheinen als Weltveränderer nicht in dieser Weise überhöhte Typen aufzutreten, sondern primitive Titanen, in denen sich Wille und Ethos der Massen wie im Fokus eines Brennspiegels konzentriert. Für diese sind Kulte und Künste überflüssig. Wenn ihnen etwas heilig ist, so die Bewegung, der unerhörte Opfer gebracht werden. In diesem Sinne wird auch die Technik gewertet. Die zerebralen Genies sind Spezialisten. Sie haben in der Politik zu dienen und werden fremden Stämmen nach Art der Ameisen geraubt.